Meine Damen und Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier im NH-Hotel zu einem Impulsvertrag der besonderen Art. Wir wollen Ihnen als Mitglieder einmal im Jahr einen solchen Vortrag vorstellen. Letztes Jahr war es Dr. Eike Wenzel, seines Zeichen Zukunftsforscher. Der ein oder andere hat diesen Vortrag miterlebt, er war seinerzeit im Bayerischen Hof. Wir haben diese Tradition jetzt weiter gepflegt und in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen heute Abend den Wolfgang Fasching. Ich selbst habe den Wolfgang 2007 und 2010 schon kennenlernen dürfen in seiner Heimat in Österreich. Ich selber fahre auch etwas Rad und lang nicht so wie er, denn er ist, Sie haben es ja in seiner Vita gelesen, Extremsportler, aber auch extrem guter Buchautor. Er wird es nachher noch Ihnen sagen, was er gemacht hat. Dieses Buch heißt Du schaffst, was du willst. Mit Sicherheit einer der Erfolgsstories. Und mittlerweile macht er Workshops und Seminare für alle möglichen Größen. Wir hatten heute Morgen schon das Vergnügen, also jetzt keine Namen zu nennen, aber es sind durchaus namhafte Unternehmen dabei. Das sagt Wolfgang ein oder zwei Sätze dazu auch noch. Und heute Abend soll es eigentlich darum gehen, mentale Stärke. Ja, wir alle haben einen harten Job, einen stressigen Alltag, wir haben Familie und all diese Komponenten beschäftigen uns und das Burnout oder Stress ist ja gleich immer so ein Wort, das man von sich gibt. Er zeigt vielleicht heute Techniken auf oder gibt Ihnen die Möglichkeit, Dinge aus einer anderen oder aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und deswegen auch gerne dann im Anschluss soll es auch Fragen an Wolfgang geben. Das ist durchaus gewünscht. Deswegen wollen wir auch zeitlich das so etwa eineinhalb Stunden. Das wird sich zeigen, wie wir die Präsentation durchgeben. Und von daher wünsche ich uns allen heute einen wunderschönen Abend mit Wolfgang Fasching. Und Wolfgang, du hast das Wort. Applaus.